Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Heute mit dabei irgendwo der Sebastische. Wo bist du? Im Zimmer. Ah, hallo. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut? Ja. Gut. Du hast kein Bett. Ja. Schläfst du auf der Couch? Ja. Das ist aber schlecht. Du solltest dir vielleicht noch ein Bett Ja, hier irgendwo mache ich. hinpacken. Und dann wollten wir beide ja zusammen den Garten fertig machen, ne? Das Einrichten mache ich dann mit Emmy. Und den Garten fangen wir dann jetzt zusammen an. Mal eben schauen. Ich gehe mal eben runter und guck mal, was da noch so zu machen ist. Also eigentlich ist da ja sowieso mega viel zu machen. Hier ist ja alles irgendwie nicht so toll. Ach genau, hier war das Schneckendingensinn. Also, wie ich ja schon sagte, im letzten Part oder vorletzten Part, nein, ich denke, letzter Part war es, das müssen wir, auch wenn es ein Außengehege ist, ja komplett zumachen, weil sonst sind die ja weg oder werden von Vögeln gefressen. Würde ich sagen, machen wir einfach so eine kleine Ausbuchtung hier hin. Und dann passt das schon. Nur dann brauchen wir Glasblöcke. Das geht dann natürlich so nicht mehr. Ne? Wie. Ah, guck mal hier. Du hattest hier ja schon einiges abgerissen, ne? Also Ja. im Garten. Ist ja schon enorm viel, was du da wieder weg hast. Das ist schon ganz gut. Gut, das ist also, das machen wir jetzt hier fertig. Dass wir das ganze Holz wieder rausholen. Ich hole gleich Erde und so Hab bringen. auch noch etwas. Achso. Da kannst du mir dann ein bisschen was geben, weil dann kann ich hier schon mal auffüllen. Ja, aber wie viel brauchst du denn? Ja, so viel du geben kannst. Okay, warte. Lauf nicht weg. Ja, ich gebe dir mal. Warte. Und das. Dankeschön. Hast du eine Behutsamkeitshacke? Nein. Okay, dann würde ich dann einfach das Glas unterm Pool wegmachen. Warte mal, das mache ich eben weg. So, mal da in die Richtung. Vielleicht kriege ich dann mal Luft. Ach, der Pool ist ja viel zu tief. Das ist doof, das dauert zu lange. So, den Pool muss ich hier ja auch auffüllen, ne? Also müsste ich ja auch das Wasser rauslassen. Aber können wir doch eigentlich erst das wegbuddeln hier. Und dann Erde hinmachen. Okay. Bin ja mal gespannt, ob das dann jetzt auf was wird mit dem Garten. Das habe ich ja so irgendwie so überhaupt nicht hingekriegt, die letzten Male irgendwie. Das ist ja nun schon, ich glaube, Versuch Nummer 3 ist es dann, diesen Garten vernünftig zu machen. So. Halt. Ich glaube, du kriegst keine Luft mehr. Ja, hab dich selbst eingebaut. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah, nein. Ich hab da ganz schnell ein Loch hingemacht, aber es ging dann doch noch. Ja. So, da auffüllen. Ich sollte unbedingt was essen. Hast du was? Ja. Okay. Dann ist ja gut. Und übrigens hätten wir ja auch eh einen vollen Kühlschrank. Ja, das stimmt. Warte, wir könnten doch so machen, dass ich das ganze Holz wegmache und du das Ganze halt auffüllst. Ja. Das können wir machen. Na. Ich krieg fast keine Luft mehr. So, ich mache nur eben das Glas noch mit weg, weil du hast ja keine Behutsamkeit. Oh, das dauert aber auch so lange unter Wasser. Das ist total doof. Den Kies lassen wir jetzt einfach hier unten drinne. Und auch wenn da das ein oder andere Holzstück drinne bleibt, ist das nicht so tragisch. Das sind so Dinge, da haben wir einfach auch genug von. Ja. Aber ich habe nicht genug Erde. Hast du noch welche oder muss ich Ja, welche holen? ich kann aber noch welche holen. Warte, hier kriegst du noch das Rest Erde, das ich noch hatte. Okay. Ja, mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich nehme einfach das ganze Erde mit aus dem Lager.
Das ist ein bisschen viel, die kannst du gar nicht tragen. Glaube ich auch. Also wenn wir was haben, dann ist das Erde. So. Das wäre aber auch echt komisch, wenn wir jetzt Erde brauchen, aber... Keine haben. Ja, aber nur und 3000 Truhen so voller Diamanten. Ja, genau. Aber kein einziges Erde. Keine einzige Erde. Ja, das wäre schon merkwürdig. Ja. So, dann das. Ah. Okay, es sollte reichen. So, da haben wir schon mal wieder ein Stück. Ja, wir müssen ja schon wieder alles auffüllen hier, Effizienz, ne? Effizienz 4. Was wir so... Bitte? Effizienz 4. Ah. Die Mannspitzhacke. Effizienz 3. Effizienz 3. So. Den können wir auch schon mal wieder wegnehmen. Okay. So, jetzt erstmal diesen blöden Pool hier fertig machen. Der nervt mich gerade am meisten. Eisenschwert. Band 2. Was tust du denn da? Gucken. Was guckst du denn da? Ich hatte nur geguckt, ob da vielleicht eine schnellere Diamantspitzhacke gibt. Ah. Oder eine Diamantaxt. Gab's aber nicht. Nicht? Ne. Meine Diamantschaufel ist sogar auch, glaube ich, die schnellste. Ja. Na dann. Hauptsache die auch, die noch am längsten hält. Das ist... Das macht keinen Spaß. Nein, das macht keinen Spaß. Okay, hier ist die Erde. Ich schmeiß die dir mal zu. Dankeschön. Warte. Uiuiui, wie viel hast du mitgebracht? Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Das reicht doch schon. So. Ganz gut. Wir haben doch genug. Bitte? Wir haben doch genug Erde. Ja? Ja, alles andere hätte mich auch sehr gewundert, ja, wenn ich genug Erde gehabt Ich meinte, hätte. Das wäre auch nicht tragisch, hätte ich weniger mitgenommen, weil wir nicht mehr viel hätte haben. Also, nein, nein. Das passt alles so. So. Ich kann ja auch noch, wenn das restliche, die restliche Erde nicht reicht, dann kann ich ja auch noch mal kurz gehen. Ja, also ich denke schon, dass unsere Erde reicht. Bin ich mir eigentlich ganz sicher. So. Hier bin ich das letzte Mal gestorben. Ja? Ach ja, stimmt ja, du bist ja ertrunken gewesen. Stimmt ja, stimmt ja. So, jetzt will ich da nochmal runter. Aber ich weiß nicht wie. So. Warum ich da nicht rausgekommen bin. Und sowas passiert einmal. Wir sind auch schon so viele Dinge passiert. So. Okay, also das Pool-Dingensinn habe ich hier jetzt gleich weg. Das ist doch schon mal schön. Dann verschwindet nämlich auch hier gleich das Wasser. Aber das finde ich schon sehr nervig. So, das war's das? Oh, toll. So. Brauchst du noch mehr Erde? Nee. Jetzt gerade nicht. Also ich habe wirklich genug Erde. So, das alles auffüllen. Ach, das kann dann hier auch wieder weg. Das werden wir nicht brauchen. Aber wir müssen die Mauern noch zwei hoch machen, damit wir die Tiere rauslassen können. Warum? Weil die sonst drüber weggehen und ach, hier. Weg sind. Soll das weg hier? Ja, ja.
Okay, dann würden die eigentlich auch nicht rauskommen. Ja. Eigentlich sollten wir sie nicht rauslassen, aber... ja, die wollen auch... Tiere können keine zwei Blöcke springen. Nein, können sie nicht. Deswegen müssen wir aufpassen, wo sie rüber können und das halt dann erhöhen. Da. Also irgendwie... Das hört meine Maus komisch. So, das ist wieder heile. Müssen wir mal schauen. Sonst vielleicht einfach mit Barriers drüber oder so. Oder mal gucken, fällt uns schon irgendwas ein. Nicht cheaten. Das ist ja nicht gescheatet. Doch. Nee. Wie bekommt man die denn sonst her? Ja. Und dann kommt taucht plötzlich in der nächsten Folge ein Händler auf, der Barrier-Blöcke verkauft. Genau. Für einen Dirt. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir die Mauer auch tatsächlich nur zwei hoch. Das fände ich eigentlich viel besser. Dass wir da einfach nochmal einmal Dings drüber packen. Hecke. Manu. Brauchst du vielleicht eine... Okay. Was brauche ich? Will ich da das Hilfe abbauen? Nee, ich baue ja momentan nur auf, nicht ab. Hier fehlt's noch. So. Kannst du mir auch etwas Erde geben? Ja. Hättest du mal ein bisschen was behalten, hä? Wusste ja auch nicht so, dass das so schnell geht. Ich gehe dann mal wieder schwimmen. So, hier habe ich jetzt alles fertig. Gut. Dann nehmen wir das da raus und. Ja, wobei, alles Holz müssen wir auch jetzt nicht unbedingt aus dem Boden rausholen. Jetzt habe ich auch nicht so gemacht. Nein, weil da haben wir einfach auch genug von. Ja. Das können wir jederzeit wiederholen. Also und wenn wir mal keins haben, dann können wir den ganzen Garten wieder außen ausgraben und dann das ganze versteckte Holz dann noch rausholen. Na genau. Weil das ja auch einfacher wäre, wie einfach nach hinten zur Baumfarm zu gehen, ne? Und ein paar Bäume umzuhauen. Das würde hauptsache Spaß machen. Okay, das ist wahrscheinlich. So. Such das Holz. Die Serie. Nein, da gehe ich nicht wieder rein. So. Ups. Kaffee. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Yay, juhu, yippie, yay. Okay, schon. Ich wollte schon wieder in den Urlaub gehen. So, warte mal, bevor du da jetzt alles auffüllst. Ja. Wir können da eigentlich gleich die Terrasse hinmachen. Die machen wir aus Schwarzeiche, wie vorher. Davon habe ich genug zu Hause. Ja, davon habe ich auch genug. Ich komme mal kurz. So, dann Türen zu, die Tiere. Hä? Du musst die Türen zumachen wegen den Tieren. Die sind doch in meinem Zimmer. Ach echt? Ja. Sind die alle oben? Ich kann's. Hier machen wir keinen Zugang hin. Da müssen wir noch irgendwie mal gucken, dass wir da irgendwo einen Zugang machen. Hier nicht. Okay. Okay, hier ist das ganze Holz. Ja. Ja, stellen wir einfach dahin. Ist schon okay. Yeah. Ja. So viel brauche ich gar nicht. Danke, danke. So viel brauche ich überhaupt nicht. Schwarze Wolle habe ich auch noch mitgenommen. So. Ja. Also, ich würde das jetzt ganz gerne machen, dass wir hier eine Terrasse machen. Okay. Also, ja. Alles wieder aufgraben. Genau. So. Ich muss mal schauen, wie groß wir die machen. Da ist aber ein Loch hier. So. ja. Ups, da ist eine Höhle. Da hat jemand wohl nicht richtig zugemacht. Ja, anscheinend. Wer das wohl war.
Ich weiß nicht. So, genau. Das ist zu groß. Guck mal, das ist viel zu groß. Lass uns mal nur... Ich glaube, das, was wir jetzt haben an Breite, ist gut. Eins vielleicht, also so, bis hierher. Ich glaube, das reicht völlig aus. Oder? Und hier gehen wir... Oh, wie machen wir das? Ja. Ich überlege gerade, wie wir das Ganze machen. Ich würde das... Mal gucken, ob das funktioniert. Guck mal, hier ist auch noch alles Wasser drunter. Hast du das Wasserrohr nicht geprüft? Anscheinend. Ob das noch dicht war? Oder das nicht dicht ist? Da hat irgendjemand geschlurrt. So, zwei und dann nochmal. Ich brauche noch etwas Erde. Und dann nochmal zwei? Krieg ich noch etwas Erde? Moment. Ich muss das hier erst fertig abzählen und dann da in die Richtung. Gut, das finde ich gut. Glaube ich, das könnte mir gefallen. Hier hast du Erde. Danke. Das Ganze natürlich so auffüllen. Denn wir müssen dann einen Zaun hinpacken. So. Und ja, und hier dann auch auffüllen. Das ist schon okay. Was machst denn du da? Mein Haus. Dein Haus? Ja. Du bist schon ein bisschen komisch manchmal, ne? Ich brauche noch etwas Erde und mein Haus wird sonst nicht fertig. Und es regnet noch rein. Aha. Also dir ist schon klar, dass ich das jetzt abbaue, ne? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und du kannst mir helfen. Wobei? Krümelst du mich gerade mit Essen voll? Wobei soll ich dir helfen? Erstmal kannst du da dein Dreckhaus wieder abbauen. Das soll eine Burg werden. Ach so. Alter, das so geht richtig schnell. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wieder zwei. Dann müsste ich Was hier... machst du hier? Ich messe die Terrasse ab. Wow. So. Ist ja so schwer. Dann kannst du ja? das hier ausbuddeln und Schwarzeiche reinmachen. Da hast du Holz. So, ich habe da Holz hingelegt. Ja. Und du gehst jetzt... Ich mache mir mal kurz Gedanken um unsere Pferde und unsere Esel. Da würde ich nämlich, die würde ich nämlich bis hier vorlassen mit der Weide und würde dann hier auf dieser Seite des Gartens die Ziegen hinmachen. Ziegen? Mhm. Ziegen. Aber hier würde ich auch einen Pfad lang machen, weil ich glaube bisschen was brauchen wir hier schon auch an an Weg. Ja. Ja, genau. So. Kommt man hier auf die Terrasse. Das finde ich ganz gut. Hier wollte ich eigentlich den Zaun draufstellen. Dann passt das aber nicht so mit dem Pfad. Oder wir müssen direkt am Haus lang. Das finde ich irgendwie doof. Da muss ich hier nochmal was ändern. Leider. Warte, ich kann den Pfad machen. Bitte? Ich kann es machen. Brauche nur Kies und Kobbel. Wofür? Um Weg zu machen. Achso, nö, das ist gar nicht nötig. Warum? Und das bleibt hier dann einfach so, oder? Machen wir da... Habe ich da jetzt einen Vierer da hinten? Ja, ne? Ja. Okay, dann machen wir das da auch. Dann können wir da nämlich vielleicht den... oh Mann, den Eingang für die Ziegen machen oder so.
So. Genau. Okay. Fertig. So, dann bräuchten wir Schwarzeichenzaun. Kannst du welchen machen? Oder du könntest, wenn du ja, kann ich machen. Okay. Und ich brauche noch grobe Erde und Potsol und sowas. Kannst du mir noch etwas mehr geben? Ja. Okay. Achso, jetzt schmeiße ich es hier ins Haus. Potsol und Erde bräuchte ich noch. Grobe Erde. Hier ist grobe. Ich habe nur... Normale Erde hast du nur, ne? Hast du auch Kies dabei? Nein. Nein. Schwarz. Wie viel brauchst du denn? Ja, ich weiß nicht, ein bisschen was. Ja, kriegst erstmal 28. Ja. Soll ich das hier abbauen? Den Ton? Nee, der soll da bleiben. Okay. Du könntest mal eben drüber gehen ins Lager. Ja. Und Glasblöcke holen. Okay. Moment, nicht so schnell. Glasblöcke. Weißen Ton. Okay. Reicht haben auf wir hier. Hellblauer Ton? Nein, nein, weißen Ton haben wir hier. Also bis jetzt nur Glasblöcke. Ich spende dir hier mal was. Potsol und grobe Erde wäre toll. Erde. Und Ding noch. Hä? Schwarzeichenholzzaun. Ja, das ist okay. Da habe ich, glaube ich, jetzt genug von. Okay. Warum kann man... okay. Warum kann man nichts in den Briefkasten packen? Das geht bei dem Deko-Ding nicht. Schade. So. Oh, ich verhungere gleich. Sehe ich gerade. Oh, ja, das kannst du ja nicht machen. So, dann können wir hier eigentlich auch noch einen Weg nach vorne machen. Und hier haben wir dann ja Finn. Und dann können wir hier so Ende der Ziegen machen irgendwie. Mal eben schauen, wie wir das umgesetzt haben. Kies? Nee, Kies nicht. Grobe Erde. Und Glasblöcke. Glasblöcke. Normale? Ja. Ja, normale. Ach, hier sind die. Hier gehen wir dann aber direkt am Haus lang, weil sonst ist das... Wie viele? Ja, bring mal einen Stack mit. Kann man immer gebrauchen. So. Okay, wie viel ist da denn noch drin? Wir brauchen mehr Glas. Ja. Ja, Glas ist ziemlich am Ende. Wie viel Potsol? Zwei, drei Stück. Immer so machen und ist das da nicht zu. Okay. So. Und das noch? Was hast du jetzt? Potsol, Erde? Hast du grobe Erde? Ich nehme dann von noch ein Stack mit. Okay. So, und dann hier an den Mülltonnen lang. Genau. Ne? Und hier ist dann so Finn sein Platz, mehr oder weniger. Er kann sich ja dann auch hinten noch bewegen. Jetzt wäre das ein bisschen klein. Aber ich denke... Ich mach mal etwas Sand in den Ofen, damit wir mehr Glas haben. Ja, okay. Und dann müssen wir auch unbedingt mehr Glas farmen. Fehler gemacht. Da ist ja, das Glas und Sand und so, das ist bei uns echt Mangelware. Da müssen wir nochmal demnächst los und ein bisschen was farmen. So, Zaun brauche ich jetzt noch. Hast du noch Schwarzeichenzaun bei dir oder? Ja, 8 Stück. Ah ja, gut, 8 Stück. Ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Das reicht nicht ganz. Macht ja nichts, mache ich 9. Brauchst du gar nicht, ich habe ja noch 8. Ja, 8 reichen mir aber nicht. Da komme ich nie weit mit. Warte. Du weißt nicht, mit wie viel Holz man weiterkommt. So. Guck mal, da kannst du eigentlich das Schneckenbecken machen, wenn du möchtest. Weil ich baue dir das eben so, wie ich das gemeint habe.
Toll, jetzt haben wir keinen weiß gebrannten Ton. Doch, in der Truhe. Ja, aber nur 3 Stück. Ich habe gedacht, das wären mehr. Da sind, ist doch noch mehr. Ja, habe ich nicht gesehen. Das ist doch Quarz, oder? Vielleicht oben. Ja, ich guck mal bei mir. Ja, sonst auch. Einfach bei Emmy mal gucken, ob die noch was hat. Diamantbrückpanzer. Emmy hat auch immer mega viel Zeug. Ja. Man sollte ihr langsam kein Zeug mehr geben, sonst hat man selber keins. Ja, auch nicht. Warum? Weil du auch so viel Zeugs hast. So. Das haben wir zu. Weißgebrannter Ton. Dann kommen wir gar nicht hier zu den Ziegen hin. Dann sollten wir vielleicht hier auch nochmal Tore reinmachen. Und dann geht's hier zu den Ziegen. Emmys Glückskeks, Emmys Glückskuchen. Dann können wir doch hier die Tore rausnehmen. Die brauchen wir doch dann gar nicht. Das ist doch Schwachsinn. Dann kann Finn wenigstens um das Kleiner Haus laufen. Kekse. Schub. So. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Kamera, Bruno. Okay. So. Hast du was gefunden? Ja. 32 Stück. Ja, das ist doch super. Warte. Ja, und hier gehen wir jetzt einfach so lang. Aber da ich komme nicht auch durch die Tür jetzt. Was soll ich machen? Warte. Ich muss einmal ganz umzulaufen. Ich habe mich nämlich ausgesperrt, ja. Warte mal. Wie machen wir das jetzt hier? Dann machen wir auch Zauntor hin, weil das sieht sonst doof aus. So, guck mal. Ja. Gib mir mal den Ton. Ach du, der Part ist schon lange zu Ende. Fällt mir gerade auf. Cool, überzogen. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal den Part und im nächsten machen wir dann weiter. Okay. Also bis denn. Ciao, ciao.